So, hey Leute, willkommen zu Let's Random Counter-Strike Global Offensive. Wir sind in der Runde von zuvor. Au. Wäre ich denn hier runtergefallen, verdammt. Der hat mich überrascht, ich habe den gar nicht gesehen. Ja, der ist auch schwer zu sehen, aber der Typ wurde gerade getötet. Ja, das hast du verdient, ja. Ja. Guck nicht so behindert. Da sind ja gar keine Blutflecke mehr auf dem Körper. Oh, da ist er. Da war er. Ah, verdammt, den Spot an B haben wir verloren. Aber wir haben ja noch unseren Kollegen oder unsere Kollegen Deathstroke und Oskari. Nein. Der kam da. Okay, die haben ihn erwischt. An deiner Stelle würde ich mal vernünftig weitergehen, nicht wie so ein Spast. Ja, genau, das wollte ich. Die Bombe liegt bei A. Nee, bei B. Aber da ist der Typ. Der hat eine Scar. Oh mein Gott, ich hasse die Scar. Das ist wohl eine der overpowersten Waffen. Ich sehe gerade nicht, ob er wirklich eine Scar hat. Aber ich denke schon. Können wir mal durchschalten. Ja, er hat sie. Wo rennen die hin? Ah, die wollen ihn flankieren. What? Oh. Der ist gerade gestorben. Ich hätte sie gar nicht leise. Die ist. Also leise ist jetzt wirklich nicht, man kann sie hören. Aber sie ist. Sie klingt halt nicht wie eine gefährliche Waffe. Und sie ist verdammt overpowered. Und. Jawoll! Okay, wa was? Wieso? Oh Gott! Wir haben hier Entscheidungsrunde, ja super. Dann kaufe ich mir die Desert, Molo, Köder, Blendgranate und die Zeus. Warum ist hier jetzt Smoke? Ja, ich weiß, da war noch einer. Ich gehe zurück, um die zu verwirren. Außerdem liegt da hinten die Bombe. Aus welchem Grund auch immer. Bombe! Oh Gott! Danke, dass du weggerannt bist. Oder mir Bescheid gesagt hast oder so. Schade. Hey, ich habe die Aug-Kolonie Kolonie erhalten. Und ja, ich würde mal sagen, ich stimme mal für die nächste Map ab und Inferno. Doch, Inferno. Ich bin auch für Inferno. Und das jetzt eigentlich wollte ich den Part so in zwei Teile teilen für diese Runde, aber da die Runde so kurz war, mache ich jetzt auch die dahinter. Inferno ist ganz coole Map, muss ich sagen. Und Enter. Enter. Und ich will zu den Counter-Terroristen.
Natürlich die M4 dabei. Ah, also die M4A4, nicht die M4A1. Ich bleib mal bei der Pistole. Ich kaufe mir keine. Eigentlich soll ich mir eine Gasser. Ach, egal. Ich will das Geld mal sparen. Ich will mit der kämpfen. Mit der USP habe ich noch eigentlich allzu viel gekämpft. Hallo. Das war diese Autopistole, diese neue. Die hier, guck mal, das ist die Autopistole. Die habe ich mich gar nicht erinnert. Was war das denn gerade? Hat eine coole Desert. Nice. Ich glaube, die Gegner sind nicht so gut. Aber trotzdem, man sollte sie nicht unterschätzen. Ich habe ja auch gerade ziemlich verfehlt, obwohl ich ein Profispieler bin. Ich hätte eigentlich damit gedacht, dass ich schon dreimal weggeorbt wurde, aber... Nope. Sah wohl nicht danach aus. Da scheint keiner mehr zu sein. Auf jeden Fall sah ich... Hühnchen! Alter, dieses... Boah, Mann! Dieses Hühnchen, was da aufgeploppt ist. Oder habe ich das einfach nur die ganze Zeit nicht gesehen und dann ist es meinen Augenschein gefallen? Ich weiß es nicht. Dieses... Oh, das hat mich gerade voll aus dem Konzept gebracht. Scheiß Viecher. Ich muss husten. So, ich habe mich mal gemutet, damit man es nicht hört. Jetzt muss ich niesen. Nein, nein, ich muss nicht niesen. Ach, nur wenn ich weiterspreche, muss ich niesen. Oh Gott. Nicht niesen. Ich guck mal gerade, kann ich eigentlich so ins Inventar schauen? Inventar. Hey, neuer Ork. Kann ich die eigentlich direkt ausstatten? Ja, kann ich. Ihr seht übrigens meine ganzen Waffen, die ich habe. Ich weiß noch nicht, was das hier ist. Aber ist ja auch egal. Oh, hier hat man wieder ganz kurz das neue, dieses neue Visierdesign gesehen. Auch am Rand mal was gucken kann. Ziemlich cool. Ziemlich cool. Oh, ich habe den Gegner gesehen. Oder auch nicht. What? Ah, da hinten ist er. 14 AP hat Platin noch. Oh nein, oh nein. Wenn er jetzt aber von der Seite angreift, könnte er mit einem guten Kopfschuss. Okay. Da der Typ zum Glück hier unten bei dieser Ebene war, hat der Typ nicht damit gerechnet, dass er so tief war, der Kopf. Ich würde sagen, jetzt wo ich die neue Waffe mal ausgerüstet habe, gucke ich mir das Teil direkt mal an. Okay, also die ganz normale Ork, nur abgenutzter. Cool. Nicht schlecht. Also eigentlich ist es ja schon schlecht, weil es ist abgenutzt, aber das ist ja, glaube ich, keinen Einfluss auf die Stats hat. Huhuhu. Ist es scheißegal. Oh, 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 oh. Da hat er mir direkt in den Rücken geschossen. Aus diesem Grund mache ich mal eine Taktikänderung. Scheiß Hühnchen. Ich gehe nämlich zu B. Sehr schön. Hier wird auch schon aufgeräumt.
Verfickte Kacke, wow! Scheiße. Ah, sehr gut. Aber der Typ da an der Seite, netter Camp, netter Camp. Also war ja kein Camp, es war ja kurz warten. Naja. Boah, wie schon wieder alles voller Blut ist. Geht's mir hier lang? Ich gehe nie oder ist sehr selten zu B, muss ich zugeben. Hab jetzt schon wieder Lust. Nein, er hat eine Pumpe gehabt. Scheiße. Wie viel Leben hat er noch? Na, zu viel. Nicht, dass es mein Tod gelohnt hätte. Und kann man nicht mal erklären, warum hier diese Bretter sind? Ich meine, ja, schön, nettes Detail, die kann man zwar schießen, aber. Entweder messert man diese Bretter einzeln da raus und gibt den Typen dann einen Kopfschuss, ja, oder. Da hätte man einfach gar keine Bretter dahin machen können. Na, gucken wir mal hier, Hühnchen. Mal gucken, bei B ist keiner. Ich hätte auch auf die Minimap gucken können, nicht Pro. Ich habe voll die Orientierung verloren. Wartet mal. Hier ist A, da ist der Spawn. Achso, die wären wahrscheinlich irgendwie alle hier unten oder so gewesen. Irgendwo hier. Ich muss sagen, diese Musik ist echt toll. Gehen wir zu B. Fotos, Leute, ich kriege Unterstützung. Oh yeah. Jetzt hätte ich eine Kühlgranate dabei haben müssen. Naja. Oh, guck mal auf der Minimap. Da ist garantiert eine Kühlgranate gelandet. Ich muss sagen, ich mag B hier nicht so. Das ist so mir alles so ein bisschen so. Ja, wer kommt langsam um die Ecke und hat aber doch den schnelleren Abschussfinger? Das ist so. Ja. Finde ich nicht so cool. Das ist mir jetzt zu korridormäßig. Ah, die Waffe klingt anders. Oh, das war ein Kopfschuss. Interessant. Na gut, aber ich muss sagen, es läuft ja alles ganz okay. Ich war zu B. Und einer von uns deployt eine Decoy. Und ich rechne mit einem zufälligen Tod. Jetzt. Nein, schade. Hm. Na gut, wäre auch kein zufälliger Tod. Kann man eigentlich irgendwelche coolen Jump-Tricks machen? Ah, guck mal, hier ist die maximale Springhöhe blockiert. Na gut. Blumenvase. Uiuiui, ui. Da muss ich aber länger schießen, als ich dachte. Ein halbes Magazin. AK. Ich finde es immer so cool, wenn Waffen zufällig irgendwie in so einer coolen Pool. Oh, sorry, Bro. Coolen Position stehen bleiben. Gut, dass es kein Competitive Gameplay war. Oder, was ist Gameplay? Competitive. Keine Competitive Runde. Krieg ich mal so aus? Ich weiß es nicht. Oh nein, da oben! Ich habe mir schon überlegt, mal hinzugehen, aber nein. Welcher bin ich nicht? Ich bin Dritter. Geht doch noch. Na gut, werden sie ihn erwischen? Ich muss sagen, die Stelle ist ziemlich gut. Oh ja, wenn er sich hinter dem Torbogen so versteckt. Entschärft die Bombe. Na, renn weg. Bist du blöd? Ich hab mir gerade voll auf mein Headset geschlagen.
Der Typ hätte noch wegrennen müssen. Wie gut bin ich eigentlich mit der AWP? Cool AWP. Coole Desert. Das war mein Handy. Ich habe mir jetzt einfach mal Just verfahren. Die Arp gekauft. Die Orb. Da unten war einer. Ich bin so schlecht. Ich hätte den Raum überprüfen müssen. Jetzt wird mein Handy wach. Ich muss mal leiser schalten, sorry. So, leiser geschaltet. Der mit der M4 tanzt. Ah ja. Oh, mit der Pumpe. Das ist eine... Ich wollte gerade sagen, das ist eine interessante Sache. Oh, nette Reflexe. Und ich muss sagen, ich liebe diese Explosion von der Granate. Die ist so wunderschön wuchtig. Da sieht man so die Druckwelle. Oh, gibt's jetzt nicht eigentlich auch irgendwie so Spielaufnahmen? Wie geht denn das? Ja, kann man doch auch aufnehmen. Ach, ich weiß es nicht. Ist egal, du bist jetzt für ungefähr eine gute Stelle, den Part hier zu beenden. Und dann würde ich sagen, wir enden für den Part hier und im nächsten Part geht diese Runde weiter. Ja, so sieht's aus. Ich danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal und tschüss. So, hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play. Counter-Strike, Global Offensive. Ich bin leider letzte Runde gestorben. So wie ziemlich viele Runden davor auch, aber naja. Wir waren dabei stehen geblieben, den Terroristen so ziemlich den Tag zu vermiesen. Und yo. Wir sind im Banditenland und wir schießen auf alles, was sich bewegt. Ah! Das gilt auch für Hühnchen. Im letzten Part habe ich schon mal erwähnt, wie unglaublich scheiße ich diese Stelle finde. Aber ich finde, hier kann man nie zu wenig Leute haben. Schade, ich habe jetzt eigentlich damit gerechnet, dass ich mit einer Pistole reinkommen machen kann, aber... Nein, das ist auch schon die Entscheidungsrunde. Na gut, Leute, wenn das jetzt die Entscheidungsrunde ist, dann widerspreche ich das, was ich im letzten Part gesagt habe, nämlich, dass das hier der nächste Part ist, das ist immer noch derselbe Part. Ja gut, also für euch keine Unterbrechung, nur ein komischer Übergang. Ahahaha! Diesmal war ich schlau. Diese Aussage wird sich gleich, glaube ich, wieder abändern. Brat! Ja, das war so jetzt doof. Das war ziemlich doof. Ich dachte, die sichern mich hier hinten. Die sind alle tot. Scheiße. So ein Dreck. Na gut, war auch ziemlich dumm von mir da reinzupreschen. Egal. Ich hoffe ehrlich gesagt darauf, dass die Terroristen gewinnen. Dann ist es noch nicht die Entscheidungsrunde. Dann kann ich noch länger spielen. Ohne dass die Map irgendwie laden muss oder so. Sehr schön. Oh, sehr schön. Jetzt muss ich nur beeilen. Und das Messer ziehen. Na gut, will ich vielleicht auch nicht machen, aber egal. Gucken wir mal. Oh, ja, da ist ein Gegner. Gucken wir mal, wer es der da macht. Oh. Ha! Sehr toll. Ja, gut, das hat er geschafft. Sehr schön, muss ich sagen. Ist er auch? Nee.
Sehr schön, mein Freund. Nett gemacht. Naja, Leute, ich danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.